Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es Freitag. Ja, letzter Tag der Woche. Wir haben gleich 4:45. Ja, topfit. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, aber egal. Und ja, heute sehen wir Angie wieder. Ist doch schön, oder? Gut, ich freue mich schon. Liegen halt noch 8 Stunden Arbeit dazwischen. Kriegen wir rum. Und auf geht's zur Arbeit. Bam. So, gehen wir mal ein bisschen arbeiten. Muss ja sein, ne? Hey, Wochenende. Ich bin auf dem Heimweg, aber typisch Freitag, Nachmittag, dichter Verkehr. Und so werde ich jetzt ein bisschen länger brauchen. Ich fahre ja jetzt direkt Angie abholen und dann startet unser Wochenende. Yay! Dann wollen wir mal schauen, wie wir jetzt das Wochenende starten. Wo ist sie denn? Dum-di-dum-di-dum. Ah, ich höre was. Können wir was durchhauen? Die kommt. Jetzt beginnt das Wochenende. Das hat schon angefangen jetzt. Ich habe schon meine Tasche gepackt. So, hier alles dabei. Bratschlauch. Oh. Heute gibt es was im Bratschlauch. Ja? Ich liebe nämlich Sachen aus dem Bratschlauch. Till hat ja keinen. Nein. Aber wir müssen ich habe einen anderen Schlauch, aber keinen Bratschlauch. So, was denn für ein Schlauch? Das wollen wir jetzt mal genau wissen. Der haut immer so Sachen raus und dann auf halbem Weg, ne, abgewürgt. Los geht's. Ich habe mir gerade bei Lidl ein Überraschungsei geholt. Und ja, ratet, Leute, was drin war. Ihr werdet es nicht glauben. Er wünscht sich ja schon die ganze Zeit. Was wünscht er sich? Ja, aufmerksam zugeguckt. Ein Dinosaurier. Und was ist hier drin? Ein Dinosaurier. Ja, geil. Ja. Geil, Dino. Ich muss ihn, glaube ich, zu Hause gleich zusammenbauen. Ja, wir müssen ihn zusammenbauen. Ja, aber super. Viele Teile sind das nicht. Naja, dann ist es auch nicht so kompliziert. Der ist in einem Ei. Das ist ein Dino, der also aus einem Ei schlüpft. Wie geil. Zu Hause angekommen und wir füttern gerade den Bratschlauch. Also ich nicht, ich gucke nur zu. Ich versuche das jetzt alles reinzubekommen an Gemüse. Schauen wir mal, wie wir das hier unterbringen. Ja. Wird schon irgendwie. Irgendwie klappt das. Das schnurrt ja auch noch zusammen. Und dann wollen wir noch mal gucken, wie das gleich aussieht, wenn das fertig ist, nicht wahr? So, wir hatten ja vorhin noch den Dino. Den Dinosaurier. Den werde ich jetzt mal auspacken und auspöckeln. Naja, ist für Kinder ab 3. Wir werden es irgendwie hinkriegen, ne? Du hast die Anleitung verschlampt. Die habe ich noch in meiner Tasche. Aber ich denke, es sind 3 Teile plus Dinosaurier. Wir kriegen es auch ohne Anleitung irgendwie zusammen. Es ist nämlich, das simuliert irgendwie so ein Ei, ja? Das ist ein Nest. Ja. Und dann muss man, hier ist ja so ein Reinsteckerteil dabei. Wenn man irgendwo da reinsteckt, ne? Boah. Das ist ja mega. Ich schaff's nicht. Soll ich doch die Anleitung mal suchen? Das Geile ist für Kinder ab 3, aber wir kriegen es nicht zusammengebaut, ne? Vielleicht schläft er da auch einfach drin. So. Guck mal. Er muss doch irgendwie sowas zum Reinklicken sein. Der hat ja unten so ein Lipsi. Aha, okay. Und dann wird der quasi geboren. So, er wird geboren aus einem Ei. Der kleine Dinosaurier. Es könnte auch ein kleines Krokodil sein. Da gehen die Meinungen auseinander. Ich habe so einen Hunger. Ja. Unser Essen war noch nicht fertig. Ich habe es gerade rausgeholt, aber War noch nicht durch. Ich habe es jetzt nochmal reingestellt. Oh, ich hasse das, ne? Aber es ist immerhin ein Dinosaurier. Fand schon mal geil. Ich meine die ganze Zeit, ich will ein Dinosaurier. Oh. Und dann ist da auch noch irgendwie sowas drin. Ne? Ich meine, ist schon ganz cool. Wir waren ja heute hier in dem Lidl in Bruchköbel.
Und kennt ihr das? Es gibt ja, ist bei Aldi auch so, die Aldis sind ja alle gleich aufgebaut. Man kommt da so rein, kennt so seinen Aldi. Es ist bei ganz vielen Aldis immer gleich, wie die Gänge sind, wie es da so durchgeht. Und dieser Lidl, bei Lidl ist das auch ganz oft so. Und dieser Lidl ist auch ganz anders als alle anderen Lidls, die man so kennt. Und man kommt da so rein und denkt, boah, lost. Wo ist denn hier überhaupt irgendwas? Ich liebe diese Sachen, die immer gleich sind. Ich finde das toll, dass Aldi immer gleich ist. Ja? Man weiß, wo man hin muss. Obwohl, es gibt auch diese rechts und links laufenden Aldis. Das ist auch ganz, also die andersrum Aldis, die sind ganz schrecklich. Okay, genug davon. Interessiert euch wahrscheinlich sowieso nicht. Ich gucke jetzt mal nach dem Hühnchen. Bis gleich. Wir haben vorhin gegessen, unser Hähnchen und das Gemüse. Ach, das war scheiße. Leute, ist mir voll missglückt, muss ich mal sagen. Egal, wir haben es gegessen. So. Wir essen Erdnüsse jetzt, ja. Alternativ. Und hier. Im Hintergrund, ich weiß nicht, man kann es vielleicht ein bisschen sehen. Wir schauen Bares für Rares. Yeah. Eine der geilsten Sendungen überhaupt. Das oder ist mit Sicherheit eine Wiederholung. Weil die neuen Folgen sind ja alle mit diesen, ja, diesen neuen Bratzen da. Die gucke ich ja nicht so gerne. Nein, die sind auch doof. Nur die waren schon die besten. Ja. Die sind Expertise. Ja. Ist ja nicht hier beim Händlerteam dabei. Aber Ludwig! Auf jeden Fall. Ja, das gucken wir jetzt noch ein bisschen. Oder wir spielen vielleicht dann noch eine Runde Make and Break. So Leute, wir spielen jetzt Make and Break. Zum allerersten Mal. Ein wunderbares Kinderspiel, weil wir bauen ja beide noch gerne mit Klötzchen. Ne? Tun wir und, das? Und ja, Till fängt an. Regeln kennt ihr. Ja, kennt ihr. Wir bauen jetzt einfach nach, okay? Was muss ich machen? Jetzt würfeln wir erstmal, wie viel Zeit du hast. Oha. Eins. Fängt gleich gut an. Ist ja super. Und auf los geht's. Los. Okay, das ist jetzt egal. Einfach nur... Ja, okay, weiter, umschmeißen, nächste. Ach so. Das ist aber eine schwere Karte. Oben ist aber nur ein Klötzchen. Ich bin ja noch nicht oben. Ah. Boah, du hast es sogar noch in der Zeit geschafft. Fuck die Henne, zwei Stück. Okay, ich bin schlecht. Boah, ich hatte auch nur eins. Ich kann ja nicht so gut bauen. Ich glaube, ich muss stehen zum Bauen, aber gut. Dann. Los. Fertig. Jawohl. Fertig. Zwei. Was ein Match hier. Ich möchte jetzt aber was anderes als eine Eins. Du willst ja nur länger bauen. Klar. Zwei. Yay. Gut. Und es gibt zwei Punkte. Erzähl mal einen Witz dabei. Nein, ich kann nicht erzählen. Ich muss mich konzentrieren. Mach das nicht schlecht. Gut. Das war zu spät. Das war nicht zu spät. Das war leider zu spät. Und? So, los. Ab dafür. Jawohl. Oh, ich hab leichte. Fertig. Oh, wow. Oh. Das ist voll fies. Das war aber jetzt echt fies hier. So, das waren dann, die zählt nicht, drei Punkte. Das waren ja auch Kiki leicht, aber drei Punkte, hey. Wir haben noch gar nicht geguckt, wer gewonnen ja, hat. Ja, stimmt. Ja, du hast, glaube ich, eine Runde mehr gespielt als ich. Ist ja unfair. Guck mal, ich habe ja viel weniger Karten. Wir hätten ja mal zählen müssen, wie viele Runden jeder macht. Ja, dann hättest du jetzt noch eine Runde spielen müssen. Ach, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17. Du hast bestimmt 11, mehr. 12, 13, 14, 17, 20, 22, 25, 26, 29. Ich schneide das so zusammen, dass es passt. Ja. Ich habe gewonnen. Na gut, ich gönn's dir. Dann pack mal wieder ein. Nettes Spiel. Angie hatte gerade die grandiose Idee, daraus auch quasi eine Kategorie zu machen. Und zwar, wir testen Spiele und schauen, ob sie uns Spaß machen. Das war genau ihr Wortlaut gerade. Ja, genau. Wieso denn nicht? Ihr könnt uns ja mal einfach ein lustiges Spiel vorschlagen.
Vielleicht haben wir es ja auch zufällig da oder wir können uns das organisieren. Probieren wir es mal aus. Wenn wir Zeit haben, immer mal so zwischendurch, ne? Mann, ich glaube, so hell haben wir den Vlog noch nie beendet. Oh ja, ich finde das auch ein bisschen ungünstig jetzt so am Abend, wenn man so fertig aussieht, dann nochmal so angestrahlt zu werden. Ja, wir beenden den Vlog jetzt. Wir gehen jetzt auf die Couch. Wir machen uns auf die Couch und das ist ja nicht ganz so spannend. Gut, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dass ihr mal, dass wir Spiele testen, sagt das mal. Ja, wir machen auch Bock, glaube ich, drauf. Gerne. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Genau. Denn wir bleiben daily. Bis dann. Dein Spruch.